Hallo und willkommen zurück zu einem neuen Video. Ich bin Julia und heute werden wir über Aquarellstifte reden. Heute zeige ich euch meine vier Favoriten an Aquarellstiften und wie man sie genau benutzt und worauf man achten sollte, bevor man sich entscheidet, welche zu kaufen. Für meinen Test habe ich kleine Farbswatches von meinen Aquarellstiften auf Aquarellpapier gemacht. Ich habe dafür relativ raues Papier genommen. Das ist das Papier von Mahlzeit, das heißt Nummer 2 oder Number 2. Ich habe dafür mit allen meinen Farben, also ich habe jetzt von den Staedtler Ergo Soft Aquarell habe ich 12 Stück. Da habe ich so kleine Rechtecke gezeichnet und die mit den Farben ausgemalt. Das habe ich mit allen 12 Farben gemacht. Denn dann habe ich hinterher so schöne Farbkarten, die kann ich mir dann an die Wand hängen oder in die Schublade legen. Und dann weiß ich immer, wie die Farbe dann hinterher ausgemalt oder auf dem Papier aussieht, bevor ich sie dann benutze. Das ist ganz praktisch, auch wenn man jetzt die gleichen Farben von verschiedenen Herstellern hat. Denn ein Gelb ist ja nicht immer gleich ein Gelb und dann sieht man die Unterschiede und kann dann auch besser kombinieren. Wie gesagt, das habe ich mit allen Farben gemacht. Und dann bin ich mit dem Pinsel hingegangen und habe mir immer die Hälfte davon nass gemacht und habe geschaut, wie gut lassen sich denn die Farben verwischen, wie satt werden die Farben. Ich habe immer versucht, ungefähr gleich viel Wasser zu nehmen, habe damit dann die Farben verwischt und wie man eigentlich sehr gut sieht, hier bei den Staedtler Ergo Soft, ist es so, dass die Farben sich sehr gut lösen lassen. Also man hat dann hinterher keine Schlieren mehr oder keine Strukturen mehr vom Stift selbst, sondern dann eine sehr schöne gleichmäßige Fläche, wenn man die dann ausgemalt hat. Das gleiche habe ich mit den Faber Castell Art Grip Aquarell gemacht. Das sind so Stifte, die erinnern an die Bleistifte von Faber Castell Art Grip. Das sind diese dreieckigen mit den ganzen vielen kleinen Nupsis am Schaft dran. Das sind so auch mehr so Schülerstifte, würde ich sagen. Und da habe ich auch 12 von. Ich habe die damals gleichzeitig mit den Staedtler Ergo Soft gekauft, weil ich mich im Laden einfach nicht entscheiden konnte und noch gar keine Ahnung hatte, was auf mich zukommt. Deswegen habe ich ja blöderweise gleich 2 gekauft und dann im Nachhinein festgestellt, dass sie eigentlich so ziemlich genau das gleiche sind. Aber auch hier sieht man die Faber Castell Art Grip. Die haben auch einen sehr schönen Farbauftrag. Die Mine ist super weich und wenn man dann hinterher mit Wasser drauf geht, dann sieht man auch hier ganz gut, dass sich die Farben sehr gut verwischen lassen. Es ist vielleicht minimal besser als bei den Staedtler Ergo Soft. Ich bin mir aber nicht ganz hundertprozentig sicher. Also ich glaube, die nehmen sich im Prinzip gar nichts. Ich sehe hier so ein paar Unterschiede, dass manche Farbtöne halt bei den Staedtler sich besser verwischen lassen und manche bei den Faber Castell. Also ja, das kommt dann immer ein bisschen auf die Farbe an sich drauf an, glaube ich. Das ist ja dann wie bei Aquarell im Näpfchen oder in der Tube auch. Manche Farben, die granulieren halt einfach und manche tun es nicht. Das kommt dann wahrscheinlich sehr auf die Pigmente an, die da in den Stiften benutzt werden. Dann habe ich noch von Faber Castell die Albrecht-Dürer-Stifte genommen. Das sind quasi die Künstlerqualitäten. Die habe ich nicht selber gekauft, die habe ich von meinem Freund bekommen. Der wiederum hat sie auch geschenkt bekommen. Also wir danken dem unbekannten Menschen, der sie einmal gekauft hat, vor Ewigkeiten. Die sind schon echt uralt und da habe ich eigentlich gedacht, dass die Mine vielleicht ein bisschen ausgetrocknet wäre, weil die haben bestimmt schon so ihre 30 Jahre auf dem Buckel. Also jedenfalls sieht die Box so aus, sehr abgegriffen. Aber ich habe auch hier wieder meine kleinen Rechtecke gezeichnet. Wir haben hier ein Set, das für Naturmalerei gemacht, das heißt, die Töne sind komplett anders. Aber die Albrecht Dürer haben auch eine riesige Farbauswahl, das ist echt gut. Und auch hier sieht man, dass sich die Farben richtig gut vermischen lassen und ich habe ein bisschen den Eindruck, dass sie sogar noch besser sind als bei den Art Grip Aquarell. Also ich habe den Eindruck, dass die Farben, also die Pigmente sich noch besser lösen lassen, dass man noch gleichmäßigere Flächen damit machen kann. Und ja, es sind halt die Künstlerqualitäten, also es würde mich jetzt nicht wundern, wenn mein Eindruck richtig ist und das wirklich so ist, dass das halt leichter geht. Und als letztes habe ich die Stabilo Aquacolor getestet. Die habe ich freundlicherweise von Stabilo bekommen, so kleiner Werbedisclaimer. Da habe ich ein 24er Set bekommen, also doppelt so viel wie die ich mir selber gekauft habe.
Und hier habe ich auch genau das gleiche gemacht. Also ich habe mir erstmal meine Rechtecke gezeichnet und bin dann anschließend mit dem Pinsel drüber gegangen, habe überall mal die hoffentlich gleiche Menge Wasser benutzt und sehe auch hier, dass sich die Farben sehr gut verwischen lassen. Also da muss ich sagen, dass ich die ganzen, ich nenne es jetzt mal Schülerfarben, also die Staedtler, die Stabilo und die Faber-Castell Art Grip, dass sie sich kaum unterscheiden. Also eigentlich unterscheiden sie sich jetzt für mein Auge gar nicht. Das Einzige ist, dass eben das Rot ist überall ein bisschen anders, das Orange ist überall ein bisschen anders. Also die Farben sind schon ein bisschen unterschiedlich an sich. Das heißt, man könnte da eigentlich ganz gut kombinieren. Weil jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt ein zitronigeres Zitronengelb haben möchte und ein dunkleres oder ein helleres Gelb, dann kann man schon auch mehrere Kästen haben. Man könnte sich da einen sehr schönen, detaillierten Regenbogen zusammenbauen, wenn man möchte und alle kaufen wollen würde. Aber das wollen wir ja, glaube ich, nicht. Also mein Fazit zu allen Stiften ist, dass sie alle sehr, sehr weich sind. Also sie sind viel weicher als normale Buntstifte. Und das sollten teure Aquarellstifte auch sein. Also ich sage jetzt mal teuer, weil Staedtler und Stabilo und Faber-Castell sind halt gute Marken, die kennt man. Und jetzt so Drogeriemarken, die sind jetzt nicht so gut. Die stelle ich hier auch nicht vor, weil ich keine Negativwerbung machen möchte. Aber da kann es halt dazu kommen, dass die Farben kratzen, dass dann das Papier ein bisschen drunter leidet, also je nachdem, welches Papier man nehmen möchte. Oder dass die sich halt sehr schlecht nur vermalen lassen. Und da denke ich dann immer, ja, die Leute, die das herstellen oder verkaufen, die haben einfach keine Ahnung, was Aquarellstifte eigentlich machen sollen. Und nehmen dann einfach irgendwelche Stifte, die sich so ein bisschen verwischen lassen. Und das ist eben nicht das, was wir erreichen möchten. Ich hatte den Eindruck, dass sich die Aquarellstifte auf strukturiertem Papier besser verwischen lassen als auf Hot Pressed Papers. Auf den ganz glatten Papieren habe ich immer das Problem gehabt, dass so ein bisschen von der Struktur noch zu sehen bleibt und das möchte ich ja eigentlich bei Aquarellstiften nicht unbedingt. Deswegen würde ich dann immer so Cold Pressed Papers benutzen, die auch noch so ein bisschen einen Leim auf der Oberfläche haben, also nicht diese ganz offenen. Wie jetzt das Bambu oder so, das finde ich jetzt nicht so gut für Aquarellstifte. Da bleibt eben die Struktur besser erhalten, die man mit dem Stift vorher malt. Und da ich mit den Buntstiften immer sehr, sag ich mal, ungenau male, jetzt nicht darauf achte, dass die Struktur immer schön gleichmäßig ist, sieht es dann bei mir halt doof aus. Man kann den Effekt natürlich auch nutzen, wenn man möchte. Was mir als Unterschied zu den einzelnen Stiften aufgefallen ist, ist, dass die Spitze von den Stabilos eine weiße Ummantelung hat, also die ganze Mine ist weiß ummantelt. Das ist so eine Art Puffer, die die Stifte davor schützen soll, dass die Mine bricht. Bei den Faber-Castell Albrecht Dürer ist auffällig, dass die Mine sehr dick ist und dass der Stift generell auch sehr breit ist, also der Schaft ist sehr dick. Und das finde ich sehr angenehm, weil ich finde, den Stift kann man dann doch besser halten. Im Vergleich von allen Farben, die ich jetzt genutzt habe oder allen Sets, die ich habe, kann man sagen, dass die Farbauswahl doch recht eingeschränkt ist, außer bei den Albrecht Dürern. Von denen gibt es im Moment 120 Farben. Die kann man auch im Künstlergeschäft einzeln kaufen. Bei den anderen Aquarellstiften ist es so, dass es eben ein maximales Farbmaß von 36 Farben gibt, jedenfalls das, was ich gefunden habe. Und die Farben sind alle sehr knallig und poppig. Das spricht dann doch, glaube ich, auch eher das jüngere Publikum an. Und bei den Faber-Castell Albrecht Dürer Farben gibt es eben auch noch Stifte, die halt sehr matt sind. Und mein Set, das Nature Set, ist eben sehr gedeckt. Es hat viele Olivtöne, Beigetöne, Brauntöne, hat halt sehr gedeckte Farben. Und so sind dann eben auch die anderen Farben. Also wenn man jetzt mal in einen Künstlerladen geht und sich das mal anschaut oder auch online schaut, bei den 120 Farben, die es da gibt es eben poppige Farben und es gibt auch sehr, sehr, sehr viele gedeckte Farben. Und das macht einfach die Farbauswahl, wenn man realistischer malen möchte, doch leichter. Im nächsten Teil des Videos möchte ich euch zeigen, wie man Aquarellstifte verwendet. Und dazu habe ich eine Dahlia mir vorgezeichnet auf Aquarellpapier und möchte da in mehreren Versionen einzelne Partien oder Blätter zeichnen und euch so zeigen, wie man mit den Farben umgehen kann. Im ersten Teil gehe ich dahin, dass ich einzelne Blätter mir nehme, sie dann schraffiere, so wie ich sie haben möchte, also auch schon so ein bisschen mit Verlauf und so.
und sie dann anfeuchte, damit die Farben sich verwischen. Hier sieht man ganz gut, dass ich auf dem etwas offeneren Papier die Farben nicht so gut verteilen wie auf dem geleimten Papier. Da hat man immer noch ein bisschen Strichstruktur in den Blättern drin. Das finde ich jetzt bei so einer Naturzeichnung eigentlich gar nicht verkehrt. Man muss dann halt ein bisschen aufpassen, dass man relativ gleichmäßig malt. Ich habe hier jedes Blatt einzeln gemalt und auch jedes Blatt einzeln angefeuchtet, damit die Verläufe dann auch da bleiben, wo sie sind. Denn es ist ja wie bei Aquarell auch, wenn ich die Pigmente im Wasser löse, dann laufen sie natürlich dahin, wo das Wasser hinläuft. Deswegen gehe ich langsam vor mit nicht allzu viel Wasser und mache Blatt für Blatt, damit die Verläufe da bleiben, wo sie hingehören. Als nächstes habe ich dann für den zweiten Teil meiner Dahlia erstmal alles so grob schraffiert, habe dann auch schon ein paar violette Schatten reingesetzt, ein paar helle und dunkle Areale reingenommen. Das habe ich relativ grob gezeichnet. Und als nächsten Schritt bin ich dann mit einem großen Pinsel und Wasser hingegangen und habe die ganze Fläche auf einmal angefeuchtet. Dadurch habe ich dann natürlich auch Verlaufseffekte gehabt. Die Pigmente sind ein bisschen hin und her geschwommen, so wie sie es halt gerade wollten. Aber im Grundprinzip sieht man schon noch ein bisschen, dass die Verläufe mal heller und mal dunkler sind. Man sieht da so ein paar violette Flecken. Ich finde, das ist eigentlich eine ganz gute Methode, wenn man sehr weich zeichnen möchte. Das ist zum Beispiel ganz gut geeignet, finde ich, wenn man jetzt Hintergründe machen möchte, die dann dennoch ein bisschen detaillierter sein sollen. Also jetzt in diesem Beispiel, wenn jetzt die Dahlia im Hintergrund ist, dann soll natürlich die Dahlia, die vorne ist, detaillierter sein. Ich finde, da kann man schon ganz gut unterscheiden, wie welches gemacht ist. Und man kann natürlich dann hinterher auch noch weiter Details reinbringen. Das mache ich dann auch noch. Bei der Dahlia unten habe ich dann noch zwei andere Sachen ausprobiert. Ich habe einmal wieder die einzelnen Blätter schraffiert, habe dann direkt auch Schatten reingesetzt und habe dann Blatt für Blatt meine Flächen angefeuchtet und die Farben verwischt. Dabei habe ich versucht, immer dran zu denken, von hell nach dunkel zu gehen, weil ich dann natürlich ansonsten die dunklen Pigmente in die hellen Bereiche reinziehe und dann der Farbunterschied nicht mehr so groß wird. Wenn ich von hell nach dunkel gehe, dann ist es ein bisschen besser zu kontrollieren. Und ich habe dabei auch relativ viele weiße Flächen noch zwischen den Blättern gelassen, was dann natürlich noch deutlicher macht, wo die Blätter aufhören. Und das ganze Bild bekommt dadurch eine ganz andere Qualität, also ein ganz anderes Aussehen. Es ist einfach ein anderer Stil, den finde ich eigentlich sehr schön, der dauert eben einfach nur länger. Im nächsten Beispiel, das ich zeige, habe ich die restliche Fläche der Dahlia ziemlich komplett mit dem Rot schraffiert. Ich habe da relativ hell schraffiert, das heißt, ich habe die Striche relativ weit auseinandergesetzt und dann bin ich mit dem Pinsel drüber gegangen, habe die ganze Fläche einheitlich in Rosa getönt und habe das Papier dann komplett trocknen lassen. Das mache ich dann, damit ich später die Details dann einsetzen kann, aber die ganze Blume so an sich schon einen rosa Ton bekommen hat. Indem ich dann hinterher weitere Verläufe auf die Flächen setze, bekomme ich natürlich noch mehr Tiefe, da erstens dann der Verlauf noch stärker wird, als er vorher schon war. Und natürlich, weil die Pigmente dann da ein bisschen gesättigter sind, also es wird kein Rosa mehr, sondern wird dann langsam zum Rot. Oder wenn ich dann mit Violett noch reingehe, bekomme ich dann halt dunklere Schatten mit in die Blume rein. Dadurch bekommt das ganze Bild dann mehr Tiefe und wieder mehr Details. Damit kann man dann sehr schön spielen und kann dann eben Details und Unschärfen und Verläufe reinbringen. So wie man es eigentlich auch mit Aquarell gewöhnt ist, nur dass man hier eben die Pigmente anders setzt und zwischen den einzelnen Schichten immer warten sollte, bis es getrocknet ist. Denn wenn man mit dem Aquarellstift auf feuchtes Papier geht, dann reiben sich da so viele Pigmente ab, dass sie dann quasi einen richtig gesättigten Fleck hinterlassen. Und das finde ich persönlich dann nicht so schön. Wie gesagt, man kann auch zwei Farben gleichzeitig einbringen, also hier das Rot und das Violett. Ich habe teilweise bei manchen Blättern auch noch direkt ein bisschen mit Gelb mit reingebracht, um ein bisschen Wärme in die Farben reinzubringen. Und wenn man dann alles befeuchtet und in der richtigen Reihenfolge von hell nach dunkel den Pinsel zieht oder schiebt, dann bekommt man auch schöne Verläufe und es sind sehr sanfte Übergänge, die man damit erschaffen kann. Man kann mit einem Aquarellstift natürlich dann auch, wenn man fertig ist, Details reinzeichnen und wenn man möchte, kann man die dann noch weich zeichnen. Das habe ich zum Beispiel bei den Blättern hier unten gemacht. Die habe ich zuerst
Grün lasiert. Dann habe ich, als sie getrocknet sind, noch mit dem dunkleren Grün ein paar Details reingezeichnet und bin da relativ grob vorgegangen und habe dann den Pinsel genommen und habe die Details dann wieder übermalt, also mit Wasser. Und damit sind sie dann ein bisschen verschwommen und sie sind nicht mehr so im Vordergrund. Ich finde, dass sich Aquarellstifte sehr gut eignen, wenn man jetzt zum Beispiel unterwegs ist und Urban Sketching macht oder Landschaftsmalereien. Wenn man zum Beispiel in seinem Skizzenbuch oder im Blog jetzt nur kurz was anlegen möchte und keine Zeit hat zu kolorieren bzw. direkt zu warten, bis das alles wieder getrocknet ist. Denn das kann ja schon eine Weile dauern, bis man dann sein Aquarellbuch wieder zuklappen kann. Deswegen finde ich es immer ganz nett, wenn man dann Aquarellstifte dabei hat. Da kann man schon die Farben sich anlegen, damit man dann später auch weiß, was man davor hat oder was man da gesehen hat. Und dann muss man zu Hause nur noch mit einem feuchten Pinsel drüber gehen und kann dann Pigmente so setzen, wie man das gerne möchte. Man kann sich natürlich dann auch aus verschiedenen Farben, jetzt zum Beispiel grün, blau und grau, sich Farben zusammenmischen. Und wenn man sie dann später mit dem Pinsel vermischt, dann hat man eben die Farben, wie man es auch so mit dem Aquarellkasten mischen würde. Ich finde, dafür ist es eigentlich ganz gut geeignet. Ich finde Aquarellfarben, also Aquarellstifte, sind auch sehr gut dafür geeignet, um größere und gröbere Flächen auf einmal auszufüllen. Für Details finde ich es ein bisschen fummelig, weil man immer so lange warten muss, bis die Farben getrocknet sind. Aber gerade beim Urban Sketching, wenn man hingeht und nur so Farben anlegt und dann sich mit einer Zeichnung aus Tusch oder so vorarbeitet, dann finde ich das eigentlich sehr schön. Als Papierempfehlung würde ich hingehen und sagen, man sollte eher gröberes Papier nehmen, weil dann die Farben einfach schöner verteilt werden können. Und ich persönlich finde geleimtes Papier, also oberflächengeleimtes Papier, dann doch schöner als die offenen Oberflächen, weil sich die Stifte dann eben auch schöner verteilen und abreiben lassen. Weil ich persönlich nicht so der Fan bin, wenn man da noch die Buntstiftstriche dann sieht. Wenn man das natürlich sehr gerne mag, dann würde ich empfehlen, dass man dann offenere Kartons nimmt. Also jetzt zum Beispiel rau oder hot pressed geht natürlich auch. Da sieht man dann eben leichter die Striche, beziehungsweise es ist schwerer, die Striche wegzubekommen. So, das war's für heute von mir. Ich hoffe, ich konnte dir ein bisschen was beibringen, ein bisschen helfen, Aquarellstifte zu verstehen. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Das gibt es nächsten Sonntag um 11 Uhr. Und wenn du Lust hast, dann schau doch mal auf dem Blog vorbei. Da habe ich noch ganz viele Sachen verlinkt und noch viel mehr Infos zusammengetragen, für die jetzt hier im Video leider keine Zeit mehr ist. Ich wünsche dir noch ein wunderschönes Wochenende bzw. einen schönen Start in die neue Woche. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao!